Herzlich willkommen zurück bei ActRaiser. Wir fangen nochmal von vorne an. Oder auch nicht. Wir drücken B, damit es weitergeht. Ja, aber wann hast du das letzte Mal gespeichert? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Welcome back, Sir Edmund. Did you get sufficient rest? With each new day, we must renew our effort to create a peaceful world for our people and their master. Vorspann. Ich hoffe, du hast schon ein bisschen mehr geschafft. Deathheim. Und ich gucke nochmal nach. Ja, ich habe oben die Hins. Und jetzt geht's los mit dem Endboss. Wann hast du gespeichert? Im letzten Video. Tatsächlich? This will be the last battle. All monsters will be completely eliminated from this world. Sir Edmund, are you ready? Nö. Los geht's! Hello. Runter in den Nebelvulkan zum letzten Endgegner, wie bei Secret of Mana. So, wir haben jetzt hier einen Boss Rush. Wir erinnern uns, jede Landschaft hat Level 1 und Level 2. Und Scheint jetzt schon alle Magie zu verbrauchen? Oder nur so ein bisschen? Nur so ein bisschen. Okay. Kommt immer auf den Endgegner an. Wir hatten immer Level 1 und Level 2, wir kämpfen jetzt immer gegen den Endgegner von Level 2. Das war jetzt das erste Mal Filmer, jetzt kommt Bloodpool. Autsch. Oh, ich schaff's aber schneller jetzt. Oh. Ja. Ja, die Gegner sind jetzt alle etwas fieser und etwas schneller. Du bist gerade richtig Kugeln gelaufen. War nicht nett von den Kugeln. Also, wie hast du das gemacht? Ich stand, ich glaube, zu nah an ihm dran. Kann man so machen. Ja. Was kommt jetzt? Fillmore, Blackpool, Casandora. Und jetzt der Pharao, jetzt kommt der Pharao. Ja. Jetzt muss ich wieder. Okay. If you must go on. Must ist doch eigentlich gar nicht müssen. Autsch. Must ist müssen, must not ist nicht dürfen. Also war das okay. Ja, das kann ich nachvollziehen. Komm runter. So geil ist deine Energie jetzt nicht mehr, ne? Oh, aber klug bist du. Deswegen lasse ich ihn immer bis zur einen Seite laufen, damit er halt diesen. Der Schuss, der dann nach links ging, das wurde dann so ein Pharao-Kopf an der Wand, der dann halt einen Pfeil schoss und sich dann selber auflöste. Und deswegen bin ich halt immer bis zu der einen Wand gelaufen, damit es halt am nächsten Lauf bis zu seinen Schuss an der Wand kam und der Pfeil dazu kam. So, dieser Endgegner ist. Dürfte eigentlich so ziemlich ohne Schaden für mich ausgehen. Man sagt das nicht. Ich weiß nicht, das ist mit Karma und so. Du hattest sowas von recht. Aber auf mich hört ja wieder keiner. So. Wer so sagt, ist meist dann ja,
Dieser Gegner wird jetzt lange dauern, aber bestenfalls kriege ich den sogar noch. Heute. Ja, in diesem Leben. Wenn er nicht fieser geworden ist, was? Okay, vergiss, was ich sag. Ja, alles machbar. Man muss sich nur eben auf dieses neue Timing einstellen. Ja, ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass er beim letzten Mal auch den Kugelblitz gemacht hat, das ist ein Kanonenblitz, aber maybe I just don't remember. You do not. Hat er auch gemacht, aber da war das noch mit noch ein bisschen mehr Zeitverzögerung auf dem Boden. Also da musste man dann halt einkalkulieren, dass der Blitz nicht sofort auf den Boden schießt, sondern er zuckelt mit dem Kopf, dann dauert es einen Moment, dann schießt der Blitz auf den Boden und dann. Außerdem kam beim letzten Mal gefühlt die Plattform öfter runter und auf der anderen Seite hast du ihn auch deutlich mehr als ein oder anderthalb Mal getroffen. Die Plattform kam öfter runter, das ist richtig. Das wird jetzt schon wieder kacke, ne? Ja. Die kam mehr als einmal runter, das ist korrekt. Das war einfach nur schlechter RNG. Schlechte Zusatzwerte. Getroffen habe ich ihn immer nur maximal zweimal. Sicher? Hm? Guck's nachher im Video nach. Also nein. Nachher beim Bearbeiten. Und du flunkerst mich auch nicht an? Ich kann das Video nicht nachträglich faken. Ja, das. Aber bist du der Meister. Sagt das Spiel. Sagt das Spiel. Eine gesamte Zivilisation hängt von mir ab. Sagt das. Mit deinen komischen Flügeln, mit deinem rosa Kleidchen. Da! Ist das eigentlich so, wenn du jetzt drauf gehst, musst du alle Passer nochmal machen? Mhm. Das ist ja nett. Ja. Demgemäß ist es mir wurscht, dass ich jetzt sofort drauf gehe. Okay. Dann glaube ich dir das. Knutsch! Warum bist du jetzt so verbraucht, wenn man das nicht dreimal deine Magie gezündet wie beim letzten Mal? Weil ich das jetzt zweite Mal werde. Knutsch. Ich verstehe es nicht. Wie kommt der jetzt angesegelt? Oder? Ist es aber. Oh, fast. Und jetzt kommt ein Bösewicht. Ja, und jetzt kommt der letzte Endgegner. Hm. Haben wir schon mal gesehen. Autsch. Das ist eine Kombination aus diversen. So, war ja eigentlich jetzt nicht so schwer und tot ist er. Komm on. Oh, einfach nicht. Oh. Zweite Form, ja. Der guckt jetzt ein bisschen böser. Also noch böser. Oh, ne? Ich wusste nicht, dass man. Also, er ist nur attackierbar, wenn er. Ne? Mhm. Wenn er da sein Herz offen liegt. Das ist cool. Mhm. Und diese Attacke, die er da gerade gemacht hat, ist ziemlich ätzend. Ja. Und diese Attacke, die er da gerade macht, ist auch ziemlich ätzend. Diese beiden Dinger sind nämlich hier so quasi Homing Missiles und die hier, bei denen bin ich zu doof, ihnen auszuweichen und dementsprechend finde ich dann immer diese blöde Attacke. Diese Attacke, die du eben gerade gesehen hattest. Um einfach nur unverwundbar zu sein, während diese Schüsse da durchgehen und währenddessen feuer ich halt noch nicht auf. Beziehungsweise warte halt, bis diese Kugeln weg sind. Und jetzt hast du ihn kaputt gemacht? Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Warum? Weil ich eine sehr zerstörerische Natur bin und damit habe ich es geschafft. Und fortan stand diese Statue auf diesem Berggipfel. Mhm.
findet von dem kleinen schwulen rosa Engelchen. Wie Freddie Mercury am Genfer See. Was? Da steht auch eine Statue. Ja. Was hat die mit ihm zu tun? Nur für mich. Statue. Siehst du? Weiß nicht, Freddie Mercury war ein Held oder er ist ein Held? Ich bin ein Held. Aber Freddie Mercury hat nicht... Sir Edmund, you have been a tireless master, ein felgenloser Meister. With this, our current duties are complete. We have labored long and hard to help our people become free. I do feel a bit of regret that they will on longer need our help. No longer need our help. Let's take one last look at each of the thriving towns we helped develop. Das war wieder falsch. Ich glaube schon. Fillmore. This is Fillmore. Tatsächlich. Look how the people cleared and cultivated the land and constructed a prospering town. Prospering? Knusprig. Oh yes, one of the men of Fillmore had the ability to predict the future. His ability helped save Fillmore. He finally gave his life for his town. Tat er? Offensichtlich. I'm sure he expected that final fate. Ja, sicher. From birth, all people are guided by a force called destiny. Aber nur in Fillmore. Because people are unaware of their destiny, they may not understand all that life has to offer. The man who quietly accepts his destiny is also the one who becomes a great leader and person. Debatable. Aber das ist halt so Quintet, lass sie labern. Man kann sich seinen Teil denken, das ist auch eine schöne Freiheit. This is Bloodpool. The lake has already returned to its beautiful blue color. Was jetzt übrigens nicht britisch geschrieben ist. Das heißt, unser Engelchen ist nicht britisch, ist amerikanisch, während die Bewohner britisch sind. Oh yes, there was an energetic boy named Teddy. Na, ein sehr energetischer Name. Sir Edmund and I are supposed to treat all people equally, but since he was such a likable young boy, he received much of our attention. Oh, do you remember the people of Bloodpool had to draw lots to decide who was to be sacrificed? At the time, I didn't tell you, but I knew whose lot was drawn. It was Teddy. Insgesamt doch sehr seltsam. This is the desert town Cassandra. Now there's very little evidence of the once massive desert. Mhm. Wir haben das tatsächlich. Wir haben es weggespült. Großansee? Großansee, spült weg. People said they were drawn into the pyramid by its magical powers. But should we believe this? Ja, nein. Vielleicht. Das Leerzeichen zwischen this und Fragezeichen wird es uns beantworten. The monsters living in the pyramid were nothing more than reincarnates of the human slaves who built the pyramid. Was mich wieder erinnert an Illusion of Time. Uh-huh.
und diesen gesamten Buddhismus-Kram, der sowieso in den ganzen Quintet-Spielen immer wieder sehr forciert wird. Their spirits remained drawing people's minds to the pyramid. Now the pyramid is sealed and their souls saved. They will be reborn as human beings. Wie in Terra Enigma. Do as you please. As you command, my king. This is the volcanic town Aitos. I was so impressed by these people who tried to build homes in spite of the continuous lava flow. Their leader passed from this life right before your very eyes. I am certain he dedicated his whole life to informing people of your existence. Nett, nicht wahr? I hope Aitos would become a beautiful town representative of his great spirit. Oh, wie kommt Aitos? Wie gut geklappt zu haben. Blockpool. Da waren wir schon. Maranhan. This is the jungle town, Marana. My, oh my. My, they have built so many homes on such a small island. I felt very sad. Very sad. When the town's two leaders were tempted by the wicked mirror. But human beings have a tendency to choose the easier way when faced with difficulties. Having seen the people's weakness, I felt obligated to lead them in the right direction. Netter Zug von dir, kleiner dicker Junge. Mit Vögeln. Und Heiligenschein. Und nichts abzusehen. Seht, wir sind Spinner und haben nicht mal einen Kittel am Leib. Ne. Das geht das Bobo. Kinder 20 Pfennig, erwachsene eine Mark. Deutsche Geschichte. This is the last of our lands, Northwall. I felt a little guilty about letting people live in such a cold climate. But they successfully overcame many problems. Ja, Klimawandel. Unser Freund. Their two leaders were telling us that when they found the two initials on the mighty tree, they felt a certain affection toward what or who had left the initials. I think those two leaders were sweethearts who had lived here long ago but were killed by monsters. Their spirits have since come to dwell in these bodies. Welche Bodies? Wahrscheinlich im Baum, meinten wir eigentlich. If my story is correct, the sweethearts have finally reunited after a long separation. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, Buddhismus, Buddhismus überall. Even though they don't remember, isn't it a beautiful story? Nein? Wahnsinn. Würde ich mir gleich im Kino angucken. Ja, super. Zwei Liebende, die wiedergeboren werden, aber sich nicht daran erinnern können. Sehr befriedigend. This being so, it seems your people, as well as yourself, have had hard times. Sir Edmund, Leerzeichen, Komma, Leerzeichen, why don't we take a look inside the shrine? Jetzt kommt der Punkt. Oder mehrere. There's no one here. In former times,
people would call for you and ask for your help. As cultures and lands become more advanced, do people tend to forget those who helped them? But then, people may be most happy when not in need of help from their master, or when they have forgotten him. Should we yearn for a time when people will no longer need to ask for our help? Explodiert jetzt die Wolke? Nein, die ganze Welt wird grau und das Ganze fängt wieder von vorne an. Was für ein einzigartiges Spielkonzept. So. Step. Und Actraiser 2 ist dann genau die gleiche Story. Mehr oder weniger, man bekämpft irgendwas, was halt so quasi den sieben Todsünden entspricht. Das weiß ich noch. Hätte jetzt witzig gefunden, wenn da einfach das gleiche Spiel nochmal reingepasst hätte. Im Kern ist es das gleiche Spiel, ja. Nur eben, wie gesagt, ohne die Simulationsparts. Das ist, also beim O ist es so, im Japanischen schreiben sie dann eigentlich OU und das ist der Unterschied, ein O ohne Strich ist ein offenes O, also ein O, und ein O mit Strich, beziehungsweise ein OU ist ein geschlossenes O, ein O. Also müsste unten eigentlich ein Yasuko gewesen sein, aber das ist ein Endo. Und bei einem... Ich dachte umgekehrt. Und bei einem U ist es so, dass es halt ein langes U ist. Honda! Das verstehe ich. Ja, Honda aus Street Fighter. Was ist das? Eigentlich warte ich auf was anderes, aber jetzt gerade frage ich mich, ob ich das nur bei Actraiser 2 mal im Abspann gesehen habe. Da die Musik zu Ende ist, scheint es wohl so zu sein. Ja, genau. Bei Actraiser 2 ist es so, dass anscheinend erst so die Meldung kommt, von wegen, ja, du hast die Welt gerettet und die Menschen werden auf ewig an dich denken. Dann siehst du unten eine Statue von deinem Helden stehen und der Abspann läuft und während der Abspann so minutenlang läuft, siehst du dann halt, wie so langsam Moos auf der Statue wächst und dann so der Arm abfällt von der Statue und am Ende gar nichts mehr davon über ist. Quintett halt. Kacken auch Vögel drauf? In einem gewissen Sinne. Mhm. Auch geschissen. C. Damit sind wir wieder bei dir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, da ist dir ein gewisser Stein vom Herzen gefallen. Oder was anderes noch tiefer? Es wird auf jeden Fall einen großen Eindruck hinterlassen haben. Aber, oder Abdruck. Ja, aber lassen wir das. Spülen wir das einfach weg. Ne? Wischen wir das ab. Gut. Gott. Genau. Und waschen wir unsere Hände in Unschuld. An dieser Stelle trocknen wir dieses Thema jetzt ab. Schließen wir eine Tür auf und gehen hinaus. Das war scheiße. Da fällt mir jetzt nichts mehr zu sagen ein. Ich denke, ich glaube... Ich muss so dringend ins Bett. Dass wir jetzt das nächste Spiel spielen wollten, was wir eigentlich schon spielen wollten. Ich habe dieses Spiel Actraiser auf 4 Stunden geschätzt und ich glaube, das haben wir auch geschafft. Mir hatte 2 bis 3 gesagt und beim letzten Mal hatte ich irgendwie 1 Stunde vermutet. So ändert sich das alles. Hast du eigentlich jetzt das Video gefunden von... Nein.
Halt die Fresse. Gibt es eine schöne Art und Weise, dieses Video jetzt zu beenden. Also, bye bye. Ich könnte vor die Kamera kacken. Damit schließt sich der Kreis. Nicht nur der. Auch mein Kanal.